Ein Reiterhof in NRW. Hier leben 5 Familienmitglieder seit Tagen in Quarantäne, denn 2 von ihnen wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Vom Gefühl her würde ich sagen, es ist nicht zu ertragen. Die Familie erlebt öffentliche Anfeindungen. Dass wir das quasi schuld sind, wir sind der Herd, der Inkubationsherd. Familienvater Mike hat Zwillingstöchter. Daniela und Denise. Denise hat auch noch eine Tochter, die 10-jährige Mia. Seit 6 Tagen dokumentiert die Familie für Stern-TV mit der Kamera ihren Alltag. Mama, wieso geht das jetzt nicht mehr? Eine emotionale Zerreißprobe. Ja, und jetzt lässt das so ein bisschen nach, nicht mehr stark sein zu können, weil man echt Angst hat. Ende Februar hat sich Daniela mit ein paar Reitfreunden in Berlin getroffen. Die Gruppe feierte in einem Club. Später wird einer der Freunde positiv auf das Coronavirus getestet. Daniela reagiert sofort. Weil ich ja Direktperson war, haben wir dann beim Amt angerufen. Und die haben dann ja, das eigentlich belächelt. Wir sollen erstmal keine Hysterie schieben oder keine Panik schieben oder ja. Wir haben immer wieder gesagt, dass wir Reitschüler haben. Deshalb nehmen sie es selbst in die Hand. Alle werden getestet. Dann steht fest, nur Daniela und ihre Mutter sind infiziert. Alle anderen sind negativ. Die 58-jährige Mutter möchte aber nicht vor die Kamera. Vergangene Woche Donnerstag bekommen wir die ersten Aufnahmen der Familie. Zu 5 sitzen sie hier auf engem Raum. Wir führen das erste Gespräch per Skype. Dass wir nicht rausgehen dürfen, das durch diese Hausquarantäne, das ist letztendlich wie so Gefängnis. Ja, so ein kleiner Gefängnisaufenthalt zu Hause. Mike ist zwar nicht infiziert, aber trotzdem angespannt. Naja, ich meine, auch wenn ich mich eigentlich gesund fühle, bin ich immer auf der Suche nach einer Reaktion meines Körpers, dass er vielleicht zeigt und mir sagt, du bist ja auch krank. Was Quatsch ist. Das ist natürlich, weil mein Körper sagt schon das richtige Signal. Aber der Kopf sagt einem eben immer, du bist der Nächste. Am Freitag machen wir uns dann selbst auf den Weg zu der Familie. Ins Haus gehen wir selbstverständlich nicht. Auf dem Hof sehen wir Mike mit seiner gesunden Tochter. Die beiden negativ Getesteten haben die Erlaubnis, das Nötigste auf dem Hof zu machen. Vor allem, wenn es um die Versorgung der 26 Pferde geht. Das Geschehen auf dem Hof kann Schwester Daniela nur durchs Fenster beobachten. Sie darf das Haus nicht verlassen. Ich kann meiner Schwester nicht helfen. Ich kann nicht rausgehen, ich kann mit den Hunden nicht gehen, ich kann nichts machen. Die 37-Jährige macht sich Vorwürfe. Während sie selbst kaum Symptome zeigt, liegt ihre Mutter mit Fieber und Übelkeit im Bett. Ich fühle mich mit dem Gedanken nicht gut, zu wissen, dass ich es schuld sein soll. Oder der Auslöser sein soll, oder das fühlt sich nicht gut für mich an. Daniela versucht alles, um die Viren nicht weiter zu verbreiten. Sie ist allein, macht nur ihre eigene Wäsche und benutzt eine andere Toilette. So, damit alles gut desinfiziert ist und damit einfach alles von der Spülmaschine her nichts passieren kann. 2-mal am Tag darf Mike mit den Hunden raus. Er achtet genau darauf, niemanden zu begegnen. Deshalb hat er sich über den Anruf vom Gesundheitsamt Freitagmorgen geärgert. In der Behörde ist wohl ein anonymes Fax eingegangen, in dem die Familie zu Unrecht angeschwärzt wurde. Dass wir an der Tankstelle gesichtet wurden, um zu tanken. Was völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Ich hätte ausrasten können. Ja. Ich hätte im Dreieck titschen können. Ich wäre am liebsten durchs Telefon. Da weißt du, da fehlen einem echt die Worte, dass man nicht mehr weiß, was man tun soll. In den Tagen zuvor gab es bereits Zeitungsartikel und Social-Media-Posts, in denen die Familie öffentlich als Infektionsherd diffamiert wurde.
Diese Familie hat dafür kein Verständnis, obwohl Tochter Katharina auf dem Reiterhof unterrichtet wurde. Die Familie dort könnte nichts für die Situation, sei vorbildlich transparent mit allem umgegangen. Anders als so manche Kinder in Katharinas Schule. Kinder sind da sehr rigoros und sind da auch nicht so nett zueinander. Da kriegt man natürlich mal zu hören, du kommst aus dem Ort, du hast bestimmt Corona oder du bist schuld, dass die Schule geschlossen wird. Wenn ich dann mal gehustet habe oder so, weil es einfach Erkältungszeit ist, dann haben die schon so ein bisschen blöd, ja, du hast jetzt wirklich so Corona und so gesagt. Auf dem Hof weiß man um das Gerede. Umso mehr freuen sie sich über die Solidarität, die sie im eigenen Dorf erfahren. Die Menschen nehmen einen ernst. Die informieren sich täglich über unseren Gesundheitszustand. Die backen für uns Kuchen. Stellen ihn auf den Hof, wir holen ihn rein. Die bieten Hilfe an, die, ob sie einkaufen können, ob sie irgendwas machen können. Und selbst wenn sie nur nachfragen. Also das Dorf, also wir haben eine tolle Dorfgemeinschaft. Ganz anders die Behörden. Die Familie hat das Gefühl, für den verantwortungsbewussten und offenen Umgang mit der Infektion bestraft zu werden. Man bekommt vom Staat keinerlei Informationen, keine Unterstützung. Und man weiß letztendlich nicht, an wen man sich wenden kann und ob man ernst genommen wird. Ja, ich war jetzt eben mal nach meiner Mama gucken, um zu schauen, wie es ihr geht, was ihr Zustand so macht. Und ich glaube, so kann man sich den Samstag auch schöner vorstellen. Also es geht ihr nicht gut, kriegt relativ schlecht Luft. Und da sind wir tatsächlich am Überlegen, ja, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Sonntagmorgen, 9.30 Uhr. Die Situation hat sich verschlimmert. Wir haben festgestellt, dass meine Frau unbedingt ins Krankenhaus muss. Sie weist also wirklich sämtliche Symptome auf. Sie hat wirklich, sie leidet an Kurzatmigkeit, an Husten mit Auswurf, extremem Durchfall plus Fieber. Ein Schock für die beiden Töchter. Die 58-jährige Mutter gehört zu einer Risikogruppe, leidet unter anderem an Bluthochdruck und einer Schilddrüsenunterfunktion. Ich habe immer gedacht, ich bin so stark und ja, und jetzt lässt das so ein bisschen nach, nicht mehr stark sein zu können, weil man echt Angst hat. Angst, dass irgendwas Schlimmeres ist, dass sie nicht mehr auf die Beine kommt. Oh Gott. Die letzte Nacht war echt, die war total schlimm. Ich habe sie gehört, Atemnot. Und ich weiß, dass ihr da jetzt ganz schnell geholfen wird. Und dass sie da noch was an Medikamenten kriegt. Und hoffe eigentlich, dass sie ganz schnell wieder da ist. Am späten Nachmittag will sich keiner die Angst so richtig anmerken lassen, bloß niemanden zusätzlich belasten. Man ist zusammen und trotzdem irgendwie allein. Ich vermisse unglaublich die körperliche Nähe zu meiner Frau, zu meinem Enkel, zu meinen Töchtern. Das ist ein Nebeneinanderherleben. Ohne das zeigen zu können. Na, was heißt nicht zeigen, aber man kann niemanden mal in den Arm nehmen. Gefühlt steht jetzt alles still. Vater Mai kann nichts machen, außer mögliche Krankheitserreger aus dem Ehebett zu entfernen. Auch die Trennwand zwischen den Matratzen braucht er jetzt nicht mehr. Ich kann nur sagen, das wünscht man niemandem. Niemanden. Erst um 19.15 Uhr am Sonntagabend gibt es Neuigkeiten aus dem Krankenhaus. Also wie ich gerade gehört habe, liegt meine Frau auf der Intensivstation und die hat bereits einen kräftigen Schaden an der Lunge. Ihr geht es nicht gut und ich mache mir verdammt große Sorgen.
und muss hier alles zusammenhalten, was geht. Der Familie zuliebe. Montagmorgen. Daniela fährt zu einer Klinik, um sich erneut testen zu lassen. Sie hofft, dass ihre Quarantänezeit endlich vorbei ist. Es ist auch echt sehr warm hier drunter. Man kommt sich sehr komisch vor. Bisschen beobachtet, wenn man so den Weg hier hinfährt. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt negativ ist. Für uns filmt Mike die wenigen Rückzugsmöglichkeiten, die der Familie aktuell bleiben. Daniela hat ein Bad für sich allein und schläft in diesem abgetrennten Bereich. Und hier die Zimmer von Enkelin Mia und Mutter Denise. Als wir Montagnachmittag vor Ort sind, weiß Mike nicht genau, wie es seiner Frau geht. Weil wir keinen Kontakt haben. Das Krankenhaus gibt keine Informationen raus. Wir dürfen nicht hin. Die Handys, also ihr Handy ist ausgeschaltet. Tagsüber. Diese Machtlosigkeit sei zermürbend. Weder Ansprechpartner, noch Gesundheitszustand, noch irgendwelche Veränderungen. Man weiß nichts. Und das bringt einen an den Rande der Ohnmacht. Als wir die Reithalle verlassen, kommt Denise überraschend mit Informationen über ihre Mutter. Er hat gerade ein bisschen gegessen. Hängt am wie heißt es denn? Am Sauerstoff. Ja, genau. Okay. Und kann kaum reden. Ja. Ja, immer wieder Fieber und die haben sie wohl erst nicht ernst genommen. Haben sie von Bett zu Bett laufen lassen. Wie scheiße. Und sie dann gemerkt haben, dass sie kurzatmig wurde. Ja. Und dann haben sie wohl gemerkt, okay, jetzt kriegt sie Medikamente. Ein Malaria-Medikament, weil das wohl dagegen helfen soll. Mhm. Das sind drei Fälle, da ist die Mama noch gut dran, echt? Haben sie gesagt. Mhm. Also die Mama ist die einzige von den dreien, die selbstständig atmen kann. Das ist super. Ja. Später am Abend sitzt die Familie gemeinsam vor dem Fernseher. Abwarten. Hoffen. Durchhalten. Mehr können sie nicht tun. Dienstagmorgen. Mike ruft zum x-ten Mal in der Klinik an, will wissen, wie es seiner Frau geht. Warteschleife. Zurzeit sind alle Leitungen belegt. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Da hatten Sie gesagt... Kann ich Sie leider mit dem Arzt nicht verbinden, der ist beschäftigt, ne? Gut. Tschüss. Tschüss. Wow. Das ist Abspeisen. Auch Daniela wartet zunächst vergeblich auf ihre Testergebnisse vom Vortag. Hallo! Als wir wenige Stunden später auf den Hof kommen, hat Daniela erfahren, dass ihr Corona-Test endlich negativ war. Ich bin frei, ja. Ich darf wieder raus, ich bin wieder froh, ich darf wieder zu den Pferden, ich darf wieder meiner Schwester helfen, hätte ich mal nie gedacht, dass das so ein tolles Gefühl ist. Endlich wieder zusammensitzen. Der erste Schritt in die richtige Richtung ist gemacht. Aufatmen. Dass meine Schwester wieder mit am Start ist und wir zwei das wieder rocken können. Deswegen sind wir das Zwillingsteam wieder. Das ist echt genial. Trotzdem sind jetzt natürlich alle mit ihren Gedanken bei der Mutter. Erst spät am Abend bekommt Denise einen Anruf von ihr, wie sie uns heute Morgen per Handyvideo berichtet. Sie hatte die freudige Nachricht, dass sie das erste Mal nach 14 Tagen Fieber kein Fieber hatte. Das war super positiv gestern und hoffen jetzt auf die nächste gute Nachricht. Und ja, da kann der Tag heute gut beginnen. Ja, und wir sind jetzt live verbunden mit Familienvater Mike und mit seiner Tochter Daniela. Man sieht, das sieht ein bisschen putzig aus. Wir halten immer noch den quarantänegemäßen gebotenen Abstand zu beiden. Erstmal möchte ich sagen, das ganze Stern-TV-Team hat diese Geschichte so sehr anteilnehmend verfolgt und ist sehr dabei und wünscht Ihnen viel Kraft in der Familie. Ich
wünsche mir natürlich jetzt auch, dass Sie vielleicht heute am Abend neue Dankeschön. Nachrichten aus dem Krankenhaus haben, die Hoffnung machen. Ist das so, Mike? Das ist so. Meine Frau soll also von der Intensivstation verlegt werden in so eine Art Zwischenstation, die nicht wirklich ein normales Zimmer ist. Aber es ist noch so eine spezielle Betreuung, wie so ähnlich wie in der Intensiv, aber es ist etwas lockerer. Also das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Das ist schön zu hören und trotzdem erschrickt dieser ernste Verlauf bei einer Frau, die noch keine 60 ist, die aber, wie wir erfahren haben, Vorerkrankungen hat. Schilddrüsen, Unterfunktion, wenn ich es richtig verstanden habe, Bluthochdruck. Was haben Ihnen denn die Ärzte gesagt über den Zusammenhang zwischen Vorerkrankungen und diesem ernsten Verlauf? Also ich habe ja versucht, mit einem Arzt zu sprechen im Krankenhaus. Ich bin ja überhaupt nicht zu einem Arzt durchgelangt. Ich konnte mit gar keinem Arzt sprechen. Wir haben zwei Ärzte hier, Professor Werner, den ärztlichen Direktor der Uniklinik Essen, und Professor Streeck, den leitenden Virologen der Uniklinik Bonn. Wir wollen um Himmels Willen keine Ferndiagnose machen, aber wir haben, Herr Streeck, da gerade ein Stichwort aufgeschnappt. Ein Malaria-Medikament kam zur Anwendung, das habe ich jetzt schon häufiger gelesen. Ist das nachgewiesen, dass es da wirklich einen positiven Effekt gibt bei der Therapie von Corona-Patienten? Da muss ich Jein sagen, also weder Ja noch Nein. Das ist das Chloroquin oder Hydroxychloroquin. Und im Labor und auch an den ersten Patienten in China hat es ganz gut Wirkung gezeigt. Ähnlich wie auch das HIV-Medikament Lopinavir, Ritonavir. Das wird auch in anderen Krankenhäusern beides angewandt. Ob es wirklich gut hilft und wie gut es hilft, das muss eine Studie zeigen. Und sowas wurde noch nicht durchgeführt bisher. Daniela, Sie sind jetzt erfolgreich negativ getestet, das heißt, Sie sind virenfrei. Sind Sie damit auch immun und könnten Sie jetzt nicht eigentlich sogar Ihre Mutter im Krankenhaus besuchen gehen? Also ich glaube, dass wir sie nicht besuchen gehen können, weil sie ja auf der Intensivstation ist und wahrscheinlich abgeschottet ist. Und ich glaube auch nicht, dass es Sinn macht, so gerne ich das auch wollte, ich wollte sie gerne sehen. Aber ich denke mal, um neue Ansteckungen zu vermeiden, würde ich eher sagen, nicht. Nein, würde ich nicht hinfahren. Ich möchte mal den ärztlichen Direktor der Uniklinik Essen fragen, wie schätzen Sie das ein? Ist in so einem Fall ein Besuch auf der Intensivstation denkbar, vorstellbar? Naja, vorstellbar ist immer vieles. Man muss fragen, was ist jetzt sinnhaft? Also erstmal hoffe ich natürlich wirklich, dass es der Frau bzw. Mutter jetzt bald besser geht. Und da gibt es ja jetzt auch Anzeichen für. Aber der Film, ich finde, der Film ist sensationell gemacht, weil er vielleicht dazu beiträgt, dass die Menschen diese ganze Situation etwas ernster nehmen. Und wenn man das alles erlebt und dann auch hört, die Familie bekommt keinen Kontakt zu Ärzten, immer wieder angerufen. Und das ist jetzt in der Phase. Was wird es in 3 Wochen, in 4 Wochen sein? Und das ist das, was mich wirklich betroffen macht. Also deswegen, ich jetzt, um auf Ihre Frage noch mal zurückzukommen, jetzt reinzugehen in so eine Klinik, als vielleicht auch wieder Gesundete, ist in diesem Moment wahrscheinlich nicht richtig. Aber trotzdem vielleicht ein iPhone hinzuhalten und darüber zu kommunizieren, das ist auch möglich. Und das hängt auch wieder ganz viel mit Zuwendung zusammen. Ich finde, Ihre Geschichte, diese Infektionsgeschichte, ist so wahnsinnig verstörend. Vor 14 Tagen nahm das den Anfang, Daniela, dass Sie selber gesagt haben im Gesundheitsamt, ich hatte Kontakt zu einem Infizierten in Berlin. Und Sie haben uns erzählt, die haben diese Information erstmal belächelt. Was genau haben die beim Gesundheitsamt Ihnen auf diese Meldung, die ja sehr, sehr fürsorglich und sehr ernstzunehmend ist, was haben die darauf gesagt? Ja, nicht viel, nur dass wir eigentlich die Hände stillhalten sollen. Sollen erstmal ganz normal unseren Betrieb führen. Aber Sie kommen mit Reitschülern in Kontakt, das haben Sie denen doch wahrscheinlich gesagt. Ja, genau. Ja, das haben wir direkt kommuniziert, dass wir halt eben Reitschüler haben und dass wir das nicht unterschätzen wollen, dass wir das direkt kommunizieren wollen, weil letztlich will ja keiner sagen, wir waren irgendwas schuld. Und deswegen haben wir da versucht, beim Gesundheitsamt eben da uns Hilfe zu holen. Aber das ist erstmal abgewiesen worden.
Den Test haben Sie dann in Eigenregie... Das war schwierig. Den Test haben Sie in Eigenregie organisiert, zunächst für Sie beide, also für Mike und Daniela. Daraufhin hat dann aber doch auch das Gesundheitsamt Mike ihre Frau einbestellt, hat die zweite Tochter mit einbestellt zum Testen. Wie haben Sie das erlebt, diese Situation dann mit Ihrer Frau, die, glaube ich, schon Symptome gezeigt hat zu dem Zeitpunkt? Meine Frau hat da schon Symptome gezeigt. Das sah allerdings aus, für mich als Laien, sah es aus wie Grippesymptome. Aber nachdem dieser Test am Samstagmittag eingetroffen ist und bekannt war, dem Gesundheitsamt wird sowas bekannt gegeben, ab da stand eigentlich das Telefon gar nicht mehr still. Und dann sind meine Töchter in viele Telefonate verwickelt worden, mit sehr vielen verschiedenen, unterschiedlichen Gesundheitsämtern. Ich weiß gar nicht genau, das kann die Daniela sicherlich besser sagen als ich. Und ich habe die ab da eigentlich nur noch wild telefonieren sehen. Und dann ist gesagt worden, sofort Sonntag, meine Tochter Denise, die meine Enkeltochter Mia und meine Frau sollten sofort zum Test fahren, Sonntag noch, und müssen sich testen lassen. Was dann auch geschehen ist, und darauf ist dann die häusliche Quarantäne angeordnet worden. Eigentlich die richtige Reaktion, Herr Professor Streeck? Also eine Infizierte mit Symptomen, dass man die noch mal nach Hause schickt in häusliche Quarantäne mit der Familie? Das hängt natürlich ein bisschen von den Symptomen ab. Aber man muss auch sagen, und ich sehe das auch in anderen Gesundheitsämtern, die sind extrem überlastet mit dieser Situation. Wir haben so eine Situation noch nie gehabt. Wahrscheinlich 1918, aber das kann sich ja keiner von uns vorstellen, was da gewesen ist zur Zeit der spanischen Grippe. Mhm. Und ich glaube, da muss man den Gesundheitsämtern das ein bisschen nachsehen, dass wir veraltete Strukturen haben, wie zum Beispiel auch Mitteilungen funktionieren. Wir als Labor müssen dem Gesundheitsamt nach dem Infektionsschutzgesetz die Meldung machen, und das Gesundheitsamt muss dann die Betroffenen anrufen. Die sind manchmal so überladen damit, dass sie dann auch nicht sofort anrufen können. Und wir haben auch Fällen gehört, wo ein, zwei Tage gewartet wurde erstmal. Und wir befinden uns am Anfang der Pandemie. Das muss man da immer hinzusagen, was keine beruhigende Auskunft ist. Die gesundheitliche Sorge, Mike, um Ihre Frau ist natürlich das eine, aber wir haben auch vernommen, Sie haben Anfeindungen erlebt auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch Solidarität im Dorf, in der Nachbarschaft, unter Freunden. Was hat eigentlich überwogen? Also ich fand, das habe ich so noch nicht gewusst. Ich meine, wir leben hier wirklich in einem sehr kleinen Dorf, und die Anteilnahme war so groß und so überwältigend eigentlich. Das ging alles per Handy, alles per WhatsApp, und die haben uns gefragt, ob sie für uns einkaufen können, ob sie für uns kochen dürfen. Dann gab es Kuchen, wurde uns hier hingestellt, und die Fragen der Hilfestellung, die hörte gar nicht mehr auf. Und das ist die Form von Solidarität, die jetzt von allen eingefordert wird und die wir uns auch wünschen. Und da erleben Sie offenbar gerade bei aller Belastung auch ein ganz schönes Beispiel im Dorf. Mike und Daniela, wir wünschen Ihnen von dieser Stelle aus wirklich alles, alles Gute für die kommende Zeit. Und ganz besonders denken wir an Ihre Mutter und Ehefrau. Bitte sagen Sie gute Besserung und alles Gute von uns allen. Toll, dass wir heute Abend miteinander sprechen durften. Das machen wir. Danke schön. Gerne. Gerne. Vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Der Professor Werner, das Beispiel zeigt, dass eben nicht nur Menschen über 65 wirklich gefährdet sind durch einen ernsten Verlauf mit einer Corona-Infektion. Welche Menschen sind das, die wir durch unser Verhalten jetzt besonders schützen müssen? Wir alle nämlich. Also wir alle müssen natürlich die Älteren schützen. Das ist immer wieder gesagt, aber ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen. Das sind die, die uns erzeugt haben, die uns aufgezogen haben. Und, aber darüber hinaus, was sind die Risikogruppen? Genau. Und die anderen Risikogruppen sind natürlich chronisch Erkrankte, immunsupprimierte Patienten, die vielleicht... Wir haben Patienten, die haben eine Organtransplantation gehabt, die sind dann Corona-infiziert, die müssen ja auch ganz besonders betreut werden. Schwere Diabetiker, andere Patienten, die Immundefekte haben. Also es gibt eine ganze Reihe von Patienten, aber es gibt natürlich auch Patienten, die keine Begleiterkrankungen haben, die uns selbst verwundern, warum sie auch schwer erkranken. Mhm. Und da wird man vielleicht auch wieder mit der Forschung dann hinkommen, warum es die getroffen hat.
Und glaube ich, ganz wichtig zu wissen, die Risikogruppen sind viel größer, als wir alle ahnen, absolut, denn man sieht es den Menschen tatsächlich nicht an. Das Robert-Koch-Institut, Professor Streeck, sagt, dass 80% der Infizierten eigentlich einen leichten, glimpflichen Verlauf der Erkrankung erleben. 20% benötigen dann medizinische Versorgung. Sie selbst haben Zahlen, die so ein bisschen abweichen, ne? Sie schätzen die Bedrohung durch einen ernsten Verlauf anders ein. Nee, wir wissen einfach die Dunkelziffer nicht. Und was wir in einer Studie aus China kennen, aus Shenzhen, dass 91% einen sehr milden Verlauf haben, 9% ins Krankenhaus müssen. Wahrscheinlich wird es sogar noch ganz anders aussehen, dass wir einen sehr viel höheren Anteil von Menschen haben, die mit dem Coronavirus infiziert sind, aber gar keine Symptome haben. Den Hinweis gibt uns ein wenig einmal die Rate an Infizierten in Deutschland, die wir immer noch finden, und zum anderen aber auch solche zufälligen Experimente, wie das auf der Diamond Princess passiert ist. Auf dem Kreuzfahrtschiff. Auf dem Kreuzfahrtschiff, wo wir eigentlich im Vergleich zu dem Altersspektrum, was da gewesen ist, sehr viele alte, ältere Menschen, die da gewesen sind, eigentlich im Vergleich von den Infektionszahlen, die es da gab, wenige schwierige Fälle hatten, vergleichsweise natürlich hohe Todesfallraten aufgrund des Alters, der Altersstruktur. Aber wenn man das auf die Bevölkerung wieder überträgt, dann muss man eigentlich von einer sehr viel niedrigeren Schweregradsrate ausgehen und auch Sterblichkeitsrate ausgehen. Das ist so etwas wie so ein ganz, ganz kleiner Hoffnungsschimmer inmitten von lauter schrecklichen Nachrichten, die uns gerade erreichen. Da können wir dann vielleicht im Verlauf der Sendung auch noch mal drüber sprechen, auch über diese Sterberaten, die erwartet werden.